Moin Moin, die Gartensaison 2019. Endlich ist es soweit. Mir kribbelt das schon seit Dezember in den Fingern. Heute fangen wir an mit den Pepperonis, Chilis, die auszusehen. Ich habe Jalapenos und eine Chili Peppers. Das ist etwas so eine typische Pepperoni. Genauso wie die Dill Cayenne Chili. Das ist auch etwas kürzere rote, eigentlich eher nur Deko oder Chili con Carne. Pur kann man die nicht essen, die sind viel zu scharf. Hintergrund ist, warum ich das jetzt so mache. Letztes Jahr hatte ich die Elefantenchili und die Türkisch Sweet Pepperoni. Und die sehen sich ziemlich gleich aus. Und wenn die Kinder ins Gewächshaus gehen und brav pflücken und dann hier, bitteschön Papa, probier mal. Und man nicht weiß, welche jetzt scharf ist und welche nicht scharf ist. Ja, ist nicht so schön. Deswegen Jalapeno und Peppers und die Cayenne. Da soll und anscheinend so vom Wachstum her soll ich das wohl erkennen können. Bin ich mal gespannt. Ich ziehe vor in Tetrapacks. Tetrapacks kennt jeder. Ich schneide die auf und dann fülle ich die mit Erde. Zwei Samen kommen rein und alles schön andrücken, gießen. Meine zwei Gartenzwerge helfen mir gleich mal dabei. Und Hintergrund ist, im letzten Jahr habe ich die so verarbeitet. Ich habe die hier so aufgeschnitten und zwei Pflanzen drin gehabt. Aber das Problem ist, dass wenn eine Pflanze in die Breite wächst, also die Wurzeln in die Breite wachsen, habe ich das Problem, dass die, wenn es lange trocken ist, das Wasser ja, nach unten sinkt und die Wurzeln nicht mehr an das Grundwasser, also an das Wasser allgemein rankommen. Also das, ne? Wenn ich aber eine Pflanze nehme, die in so einem kleinen Topf wächst, geht die Wurzel von vornherein gleich ziemlich weit runter. Wenn ich die dann ins Gewächshaus oder wo auch immer ich das hinsetze, ist die Wurzel automatisch schon viel tiefer und der Wasserspeicher, also egal wann ich gieße, die Wurzel hat irgendwo auch genug Möglichkeit Wasser zu ziehen und bleibt auch länger erhalten, wie man das auch nennen mag. Nachdem die Erde aufgefüllt ist, tut meine kleine Gartenfee jetzt zwei Samen bei den Jalapenos rein. Sehr gut. Sehr schön. Dann die Chili Peppers. Genau, die. Auch wieder zwei Stück rein. Sehr gut. Leicht mit Erde hat sie bedeckt. Sieht gut aus. Und der Cayenne Chili. Auch zwei Stück rein. Auch ein bisschen mit Erde bedecken. Guck mal, du kannst dann auch noch hier so ein bisschen da drüber sträufeln, nicht viel. Und dann war's das. Und wenn alle Samen drin sind, einmal kräftig angießen. Die Pflanzenerde, die ich jetzt verwendet habe, das ist noch so ein Restbestand von dem ja, letzten Versuchen,
Im nächsten Video will ich selber Handzuchterde mal herstellen, wie man das sehr günstig und einfach hinbekommt. Ich habe jetzt bewusst nur 2 Samen pro Sorte in eine Tüte gepflanzt, aus dem einfachen Grund, es ist erst Mitte Januar. Ende Januar mache ich das nochmal, somit habe ich von jeder Sorte nachher, wenn es funktioniert, 4 Pflanzen, die aber unterschiedlich gewachsen sind, unterschiedlich stark gewachsen sind. Und ich kann 2 vor den Eisheiligen aussehen und 2 zu den Eisheiligen. Und wenn beispielsweise etwas früher Frost kommt und mit 2 eingehen, habe ich aber immer noch 2 in Reserve. Und sollten die ersten zwei überleben, dann verschenke ich die anderen 2. Meine Verwandtschaft, die freut sich immer darüber. Ansonsten, ja, war es das von mir. Seid gespannt aufs nächste Video. Bis dahin, schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.